Heute gehen wir auf Symbolsafari. Entnommen habe ich diese Methode dem Buch Usmo von Martin Hausmann. Man macht eine Symbolsafari, um ein Schlüsselbild zu entwickeln oder einen Begriff genauer zu erkunden. Wie geht man denn genau vor? Man nimmt sich eine Flipchart, schreibt den zentralen Begriff in die Mitte und zieht darum einen Kreis. Dieser Begriff kann sein British Empire, Europäische Union, ganz unterschiedlich, Franz Mayers Gymnasium, Enzyme oder auch Safari. Drumherum zieht man einen Kreis und in diesen Kreis schreibt man alle Wörter, die man mit diesem Begriff assoziiert. Außen herum lässt man noch Platz, um dort Bilder zu sammeln, die dann kombiniert werden. Das machen wir jetzt einmal. Wir fangen mal an mit Safari. Als erstes, das hatte ich ja schon gesagt, findet ein Brainstorming statt zu den Begriffen des zentralen Begriffs. Da wären zum Beispiel Mosquitoes, Danger, Sunburn, Animals, Equipment, Tents, Protection, Spectacular Views, Tasks, Photos, Memorabilia. Zu diesen Begriffen suchen wir jetzt Bilder. Da wird uns sicherlich zum Thema Animals sofort eine Menge einfallen. Protection vielleicht auch noch. Mosquitoes ganz sicher auch. Wo waren sie? Da sind sie. Okay, Animals haben wir reichlich. Da müssen wir jetzt mal sehen. Wir könnten zum Beispiel schon, wir haben hier den Elefanten, wir haben hier den Begriff Tusks, den könnten wir zum Beispiel schon kombinieren. Das heißt, als nächstes findet eine Kombination von unterschiedlichen Bildern statt. Da könnten wir zum Beispiel den Sunburn mit Protection kombinieren, den Hut dazu tun und vielleicht der Schlange noch eine Sonnenbrille aufmalen. Zum Löwen. Aus dem Löwen machen wir vielleicht ein Schild. Danger und Spectacular Views passt ja ganz schön zu unserer großen Giraffe. Der Elefant, finde ich, passt sehr gut zum Thema Memories, Photos, Memorabilia. Wobei das mit den Tasks, das müssen wir gleich nochmal sehen. So, jetzt haben wir diese alle kombiniert und müssen uns jetzt überlegen, was wäre denn beispielsweise ein Schlüsselbild, um das alles auf einer Flipchart darzustellen. Und um das zu machen, gehen wir jetzt zum nächsten Schritt, nämlich wir versuchen, ein passendes Schlüsselelement zu finden, um eine Flipchart-Vorlage auszuwählen und damit dann zu gestalten. Für mich ist ein zentrales Bild, das ich, ach hier habe ich die Vorlagen, einige von Martin Hausmann. Für mich ist ein zentrales Bild beim Thema Safari hier so ein Jeep. Das muss aber nicht sein, das kommt ja vorher bei der Kombination der Bilder und bei der Auswahl der Bilder durch die Gruppe dann auch nochmal anders zum Tragen. Für mich jedenfalls ist es in dieser Situation zum Thema Safari der Jeep. Wie kann ich das beide jetzt kombinieren? Indem ich zum Beispiel die Räder von Jeep mit in das Wort Safari einbaue und damit sieht meine Flipchart-Vorlage, das zentrale Bild, so aus. Dazu kombiniere ich jetzt noch die anderen Bilder, die ich entworfen habe. Zum Beispiel hier meine Protection. Der Löwe kann am Straßenschild stehen. Spectacular Views setzen wir einfach in den Jeep. Memorabilia sind ja in der Regel eher im Nachgang. Das heißt hinter den Jeep und einfach das Zebra als ein Beispiel für Tarnung und Natur. So könnte dann eine Flipchart zum Thema Safari aussehen.